Huhu, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Donnerstagabend, mittlerweile schon nach 22:30, wie ihr seht. Ich bin ziemlich kaputt, aber ich möchte noch ganz schnell den Gewinner bekannt geben von meiner letzten Einhornkarte. Und zwar war das diese hier. Ich zeige euch die nochmal eben. Tada! Ja, total niedlich. Ich finde die auch ganz mega süß geworden. Wie gesagt, nicht enttäuscht sein, wenn ihr jetzt nicht dabei seid. Ich werde weitere Karten basteln oder auch mal andere Dinge und die weiterhin verlosen. Mir macht das irrsinnig viel Spaß. Und ja, ich freue mich, wenn ihr euch freut. Diese Karte hat gewonnen. Schade, dass ich keine Trommel habe, ne? Ja, diese Karte bekommt die liebe Bianca Rabe. Ja, eine Namensvetterin von mir. Die Bianca Rabe. Ich weiß, dass sie auch auf Insta ist. Ich werde sie dort auch anschreiben. Ansonsten sieht sie hoffentlich, denke ich, dieses Video. Bianca, du hast diese Karte gewonnen. Ich hoffe, du freust dich. Auch du darfst dir noch 2, 3 Resin-Teile aussuchen von mir. Ich habe auf Instagram, und ich weiß, dass du auf Instagram bist, habe ich eine Extra-Seite, wo man meine Resin-Teile sehen kann. Wenn du magst, kannst du raufgehen und dir aus meinen Teilchen 2, 3 aussuchen. Ansonsten würde ich einfach was raussuchen und dir mitschicken. Aber ja, wenn du magst, such dir selber was aus. Ist vielleicht ja besser, schöner. Und ansonsten kannst du auch auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite schauen. Auch da sind Bilder von meinen Resin-Teilen. Ja, also auf Insta und Facebook. Diese Karte werde ich natürlich noch beschreiben für dich. Lass dich überraschen. Du bekommst, wie gesagt, diese schöne Karte, 2, 3 Resin-Teile. Ich brauche natürlich deine Adresse. Schreib mich einfach an auf Instagram. Du bist ja in meiner Liste, also entweder schreibe ich dich an, du mich. Wir schreiben uns auf jeden Fall an. Und allen anderen, die mitgemacht haben, vielen Dank fürs Mitmachen. Nicht enttäuscht sein. Ich meine, es geht ja jetzt nicht um die Mega-Sachen hier. Das ist ja einfach nur, in Anführungsstrichen, eine Karte. Ich freue mich aber, wenn ihr euch darüber freut. Ich werde weitermachen. Bleibt dran, bleibt am Ball. Ich, werde so einen Rundumschlag machen und jeder wird auf jeden Fall bestimmt mal irgendwie bei mir gewinnen. aber wie gesagt, das sind immer so einige Leutchen, die mitmachen und wenn man halt nur einen Gewinner auslost oder erzieht, sage ich mal, ja, es ist natürlich, wenn jetzt zum Beispiel 100 Leute mitmachen, es kann eben nur einer dann gewinnen in dem Moment, aber wie gesagt, bleibt dran, ich mache weiter, die nächste Karte ist schon, steht schon in den Startlöchern. Ich möchte als nächstes vielleicht eine Flamingo-Karte basteln. Ich habe doch zum Beispiel dieses tolle Washi-Tape hier. Da dachte ich, vielleicht kann ich da was Schönes zaubern für euch und natürlich auch wieder verlosen. Wobei diese Einhörner unglaublich toll sind. Also gerade dieses Motiv gefällt mir sehr gut. Werde ich auf jeden Fall bestimmt auch nochmal machen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mich gleich in die Koje schmeißen. Ich schlafe seit Wochen schon wieder im Wohnzimmer. Ich mag im Moment nicht so gerne ins Bettchen gehen. Warum auch immer, irgendwie wegen meinen Ängsten. Aber macht nichts, mein Wohnzimmer ist auch gemütlich. Ich habe mein Bettchen schon gemacht und dachte, mittlerweile, wie gesagt, ist es schon gleich 11. Dachte, ich drehe noch schnell das Video. Es kann sein, dass ich das Video jetzt direkt vom Handy hochlade, damit ich meinen Laptop nicht nochmal anschmeißen muss. Das heißt, ja, da wären jetzt nicht groß irgendwelche, wie soll ich sagen, schneiden tue ich sowieso nicht großartig, aber ich werde wahrscheinlich jetzt am Anfang des Videos nicht unbedingt eine Überschrift haben oder so. Aber ich glaube, das ist nicht wichtig. Das Video geht eh nicht lange, wobei ich schon wieder ewig laber. Bianca Rabe, du hast diese Karte gewonnen. Zum dritten Mal, glaube ich, sage ich das jetzt. Gib mir bitte Bescheid. Such dir 2, 3 Resin-Teile aus. Und alles Weitere klären wir dann über private Nachrichten, ja, zwecks Adresse und so. Ich hoffe, du freust dich. Allen anderen, danke fürs Mitmachen. Macht weiterhin mit. Auch ihr werdet sicher auch mal Glück haben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Gute Nacht, ihr Lieben. Tschüsselchen.